So, da bin ich schon wieder zurück mit einem kleinen, aber anscheinend wichtigen Infovideo. Nämlich einige von euch haben jetzt unter die Spotify-Geschichte immer wieder drunter geschrieben, wo erhalte ich den Code, wie erhalte ich den Code. Und ich habe es auch schon das ein oder andere Mal erklärt, aber irgendwie schaffen es die Leute einfach nicht, auch mal vorherige Kommentare zu lesen. Aus dem Grund erkläre ich es jetzt noch einmal. Ihr wisst ja alle, ihr seht es hier gerade oben rechts. Wir bekommen jetzt mit dem Crew-Paket halt auch Premium, Spotify Premium. Ihr seht es hier ganz links. Spotify Premium, 3 Monate. Und was müsst ihr dafür machen? Also, ich zeige es jetzt noch mal ganz simpel, nämlich auf Fortnite Epic Games selber. Den Link hier, genau diese Seite hier, werde ich in die Kommentare verlinken und dann könnt ihr euch das Ganze nochmal genauso angucken, wie ich das jetzt mache. Ihr müsst euch natürlich hier oben rechts mit eurem Konto anmelden. Ihr seht, ich bin eingewählt. YT-FamilyHack. Grüße gehen raus an alle, die den Creator-Code eintragen. Aber worum geht es jetzt? Wir tun uns mit Spotify Premium zusammen. Ab sofort bis zum 1. Juli kriegen wir halt 3 Monate Spotify Premium kostenlos. So, willst du das haben? Ich denke mal, die meisten werden jetzt ja sagen. Und hier geht's los. Na, da war die Seite wieder zu schnell. Zack, zack, zack. Hier gehen wir hin. So, geschafft. Also, geschafft bedeutet, die Seite bzw. Epic Games hat jetzt erkannt, dass ich halt das Crew-Paket habe, könnte mir jetzt 3 Monate kostenlos holen. Aktiviere dein Promo-Angebot für Spotify Premium. Dann müsst ihr hier euer Land auswählen. In meinem Fall Deutschland, dann geht ihr auf Einlösen. So, hier seht ihr jetzt Fortnite Crew Abonnenten erhalten die ersten 3 Monate Spotify Premium kostenlos. So, du willst Spotify Premium haben, dann natürlich hol dir jetzt Premium. So, dann gehen wir da drauf. Dann habe ich hier, das wird bei euch nicht so aussehen, außer ihr habt auch schon bereits das Family-Paket oder Du-Paket oder habt schon eins von den teuren Paketen, was halt was Geld kostet. Dann sieht das bei euch dementsprechend aus. Ihr seht es hier, du bist für das Abo leider nicht berechtigt. Hier sind weitere Möglichkeiten. Warum bin ich nicht berechtigt? Weil ich es bereits schon habe. Ist natürlich irgendwo auch ein bisschen unfair. Ich könnte jetzt auch 3 Monate quasi dieses Paket hier umsonst bekommen. Aber ist halt so, ich beschwere mich da auch nicht. Aber alle die, die halt quasi Spotify Premium umsonst haben wollen, müssen sich halt dann einwählen und können dann hier das Paket kostenlos auswählen. Des Weiteren habe ich dann gelesen, dass man halt eine Zahlungsmöglichkeit eingeben muss. Das ist natürlich auch logisch, denn ihr nutzt erst was kostenlos. Die wollen natürlich, dass ihr eventuell danach immer noch Spotify Premium nutzt, was halt, wie ihr seht, 10 € im Monat kostet. Deshalb muss dann eine Zahlung hinterlegt werden, weil solltet ihr nicht rechtzeitig kündigen, haben die natürlich das, was sie wollen, nämlich euch als neuen Kunden geworben und so nutzt ihr das Ganze dann weiter. So, ich denke mal, das ist jetzt ganz simpel erklärt. Ich mache es mal gerade nochmal in schneller Variante. Ihr geht hier auf diese Seite, epicgames.com, Fortnite, backslash.de, Spotify. Aber ich werde die Seite nochmal in die Kommentare reinhauen und nochmal in die Videobeschreibung. Dann geht es auf hier geht's los. Dann die Sprache auswählen. Warum springt ihr hier denn immer direkt rüber? Hier die Sprache auswählen, dann auf Einlösen, zack. Dann seid ihr auf die Spotify-Seite, dann holt ihr jetzt Premium, dann müsst ihr euch wahrscheinlich anmelden mit euren Kontaktdaten und hast du nicht gesehen, beziehungsweise Einlogdaten und dann könnt ihr euch euer Paket kostenlos abholen. Ihr müsst eine Zahlungsmöglichkeit hinterlegen, einfach falls ihr nicht rechtzeitig kündigt. Ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Euch wünsche ich auf jeden Fall jetzt viel Spaß mit Spotify und in dem Sinne würde ich sagen, euch auch noch viel Spaß beim Leveln. Jetzt noch mit der passenden Musik und haut rein.